Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 13. September 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 695 und ich bin gerade nach Hause gekommen von einem spannenden Networking-Event und weiter geht's heute mit den folgenden Themen. Apple TV, Always On, Sim-Checker, Signaturen, KI, Fast Food und No Follow. Wir beginnen gleich mit Apple TV. Logisch, nach einer Woche oder nach der Apple Keynote oder nach generell Apple Keynotes gibt es natürlich immer noch Dinge, die da nachgeschoben werden, die in Interviews, die in speziellen Rückmeldungen oder Rückfragen dann schlussendlich noch rausgekommen sind. Und dazu gehört eben auch, dass wir ja zum einen wissen, Apple TV startet am 1. November und startet für 4,99 Euro respektive 6 Schweizer Franken pro Monat. Und ja, jetzt gibt's noch Neueres. Die ganzen Inhalte werden mit Dolby Vision ausgespielt und Teil davon sogar mit Dolby Atmos Sound. Welche Geräte in der Apple-Welt da kompatibel sind, das könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da haben wir einen Link dazu zu einem Beitrag vermerkt, wo ihr das nachlesen könnt, wenn es euch interessiert. Weiter geht es mit der Apple Watch. Apple hat ja etwas gebracht, was andere Hersteller doch schon ein Weilchen haben bei ihren Smartwatches. Das ist dieses Always On. Ein Ding, was ich nach wie vor nicht verstehe. Bitte, liebe Hörer, wenn ihr da draußen wisst, weshalb ich das unbedingt brauche, lasst mich das wissen. Ich hätte es bis jetzt nie vermisst, respektive auf anderen Geräten immer deaktiviert. Einer der Gründe ist sicherlich der sogenannte OLED-Screen, den Apple da in seiner Uhr verbaut und eben auch andere Hersteller. Und die haben ein Problem, denn die können einbrennen, wenn sie zu lange mit der gleichen oder mit dem gleichbleibenden Bild befeuert werden. Und das ist ja eigentlich dann der Fall, wenn man eben zum Beispiel ein permanentes Bild einblendet vom Watchface, das sich vielleicht nicht ändert oder nur geringfügig ändert. Apple hat da anscheinend nicht so Probleme, vor allem bedenkt, dass das iPhone, vor 2 Jahren mit dem ersten OLED-Screen auf den Markt gekommen ist, genau 2017, das iPhone X, bis jetzt nie wirklich Berichte hervorgebracht hat, wo es eben eingebrannte Displays gab. Das Ganze wird noch untermauert von einem Patentantrag, der Apple vor circa einem Jahr gutgesprochen wurde, und darin hat Apple beschrieben, wie sie eben genau dagegen vorgehen möchten. Das Ganze soll mit einer Technik, die auf den Namen LTPO Backplane hört, ein Low Temperature Polycrystalline Oxid, mein Gott, was für Wörter so früh am Morgen. Das bewirkt, dass die Bildwiederholungsfrequenz auf 1 Hertz runtergeschraubt wird und so zum einen der Stromverbrauch gesenkt wird und durch die verminderte Helligkeit und die deaktivierten Animationen der Always-On-Modus dem Display keinen Schaden zufügen soll. Und wenn es doch tut, dann findet das die Uhr selber raus, nimmt da die Informationen weg, dimmt das Licht ein bisschen mehr, so dass dem Nutzer nicht auffällt, dass es eben verbrannte Punkte gibt. Ich bin ja extrem gespannt, wie sich das innerhalb vom ersten und dann natürlich auch vom zweiten Jahr auswirken wird. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden den ein oder anderen finden, der was Eingebranntes hat, wenn da nicht was Angebranntes. Spaß beiseite. Sim-Checker, habt ihr schon mal davon gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich bis vor kurzem auch nicht, bis ich mal von einem Security-Herrn ein bisschen gebrieft wurde in die Richtung. Ich kann es euch leider nicht wiedergeben, wie das Ganze funktioniert. Vom Prinzip her ist es so, dass wenn ihr eine bestimmte Software auf eurer SIM-Karte drauf habt, die auf den Namen SAT-Browser hört, also ein spezieller Browser, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man euch unbemerkt eine SMS zuschicken kann und die wiederum oder das Programm darauf geht dann, holt sich Daten von eurem Smartphone und gibt die dann wieder per SMS zurück. Alles ohne, dass ihr es mitbekommt, weil eben nicht transparent. Und ja, seit den Flatrates bei den SMS merkt man ja das sowieso nicht mehr. Scherz beiseite. Nee, ist natürlich ein ziemlich hässliches
Geschichte, die es da gibt, und ich hoffe, dass man da möglichst bald eine Lösung findet. In über 30 Ländern ist anscheinend diese Software, also dieser Browser, installiert, sodass es eben möglich ist, an Daten zu gelangen, und man weiß bis jetzt aktuell noch nicht genau, an welche Daten man über den Weg kommt, und vor allem weiß man eben nicht, was man dagegen tun kann, respektive welche Länder und Provider davon betroffen sind. Solltet ihr da was hören, lasst es uns wissen, dann geben wir es natürlich gerne weiter. Immer wieder mal zwischendurch kommen so kleine Updates, die freuen einen insgeheim. Ein solches ist etwas, was ich sehr verwundert bin, eigentlich nach wie vor heute, und nicht nur von Microsoft, sondern auch von Apple, dass es das Feature nicht schon lange gibt. Nämlich, ihr kennt das sicherlich, bei Mail kann man ja Signaturen hinterlegen. Und ja, die hat man auf dem Smartphone, die hat man auf dem Desktop-Rechner und vielleicht noch auf dem Laptop, aber überall unterschiedliche, außer man kopiert die immer fein säuberlich von einer Plattform auf die andere. Und Microsoft arbeitet jetzt anscheinend an einem kleinen Update für eben ihr Outlook-Programm, denn da soll die Signatur in die Cloud wandern. Es wurde auch langsam Zeit, 2019, und wir bekommen einheitliche Signaturen auf allen Geräten. Microsoft? Nee. McDonald's, genau, das ist was anderes. Die sind ja ganz, ganz fleißig, was den Bereich Effizienz anbelangt und die Möglichkeit, das Optimum rauszuholen. So haben sie sich vor kurzem, wir hatten es im Geek Talk News Format mal darüber, Dynamic Yield gekauft. Das ist ein auf KI spezialisiertes System, das Kundenentscheidungen aufgrund von verschiedenen Faktoren wie den Tageszeiten, der Verkehrssituation, dem Wetter etc. Analysiert und dann schon vorab weiß, was der Kunde bestellen mag. Und da investiert jetzt McDonald's noch weiter in ein weiteres KI-System, das ihnen helfen soll, Gespräche zu führen. Nicht nur Gespräche am Telefonat und da Bestellungen entgegenzunehmen oder an kleinen, in den Staaten gibt es anscheinend so kleine Burgerläden, wo noch weniger Personal da ist, aber auch aktuell ist man es am Testen global über die ganzen Staaten hinweg, ein System eben, das einfach fragt, was möchten Sie dann gerne, und auf verschiedene Sprachen, auf verschiedene Dialekte eingehen kann und logischerweise natürlich auf das ganze Sortiment und dann dem Kunden auch das Richtige bestellt. Ich bin ja mal gespannt, wann wir das erste KI-basierte Stimmchen hier in der Schweiz bekommen. Dann werde ich auch wieder mal in McDonald's gehen und das Ganze mal ausprobieren. Man muss ja solche Dinge testen. Noch eine kleine Neuigkeit gibt es an all die Blogger, an die Podcaster und die Webseitenbetreiber da draußen. Ihr kennt sicherlich den Attribut bei Links NoFollow. Den nutzte man ja in letzter Zeit, um ja, Dinge zu markieren, die gesponsert waren, die finanziert waren, die Werbung waren oder denen man nicht wirklich Gewicht zugeben wollte. So, dass eigentlich die Suchmaschine da aufhörte, mit weiter zu verlinken oder vernetzen. Und ja, genau, das ändert sich jetzt, denn Google hat zwei neue Attribute geschaffen. NoFollow bleibt und geht eigentlich noch einen Schritt tiefer runter. Das Ganze ist dann nur noch für eben Webseiten, die nicht mehr verfolgt werden sollten. Neu gibt es den sogenannten Sponsored und den UGC-Attribut. Denn Sponsored ist eigentlich ganz logisch und das kommt ihr sicherlich selber drauf. Sobald ihr für irgendwas bezahlt werdet, um einen Link zu setzen, Werbung und was auch immer, dann solltet ihr eben diesen Sponsored-Link-Attribut setzen und das könnt ihr ganz einfach nachlesen im Blogpost, wie das funktioniert. Das zweite ist das sogenannte UGC, User Generated Content. Da geht es darum, wenn ihr ein Forum betreibt oder eine Kommentarfunktion auf eurem Blog habt, dann sollten da die Links, die da drin vorkommen, mit eben dem UGC Attribut versehen sein, user-generierter Content, damit auch das da dementsprechend
geahndet wird und von Google dann eingehalten wird. Generell ist Google ganz fleißig die Geschichte der Indexierung am Überarbeiten. Wir dürfen gespannt sein und ja, es wird sicherlich noch einiges auf uns zukommen, bis dann das nächste Update von Google kommt. Das waren's mit den Neuigkeiten für den heutigen Tag. Heute ist Freitag. Es ist der 13., wenn ihr euch erinnern mögt, an Anfang der Sendung. Seid also vorsichtig, diese schwarze Katzen, die Leitern, bei denen ihr unten durchgehen könnt und all den Quatsch. Glaubt das nicht, geht raus, habt einen schönen Tag, habt einen erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, hört ihr nächste Woche wieder rein, dann wird euch der Achim hier für 7 Tage respektive 5 Tage begleiten. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und bis dann. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.